Herzlich willkommen zum dritten Screencast zu Versionsverwaltung mit Git. Nachdem wir die Grundlagen von Versionsverwaltung kennengelernt und die Bedienung von Git geübt haben, möchte ich euch nun zeigen, wie wir unser Bootstrap-Projekt auf GitHub archivieren können. Dazu besuchen wir zunächst github.com und legen uns einen Account an. Nachdem wir uns registriert haben, landen wir direkt auf der Startseite von unserem Account. Dort finden wir unter anderem vier kleine Tutorials, die auf jeden Fall angesehen werden sollten. Anschließend folgen wir dem Link Create a Repository. Dort angekommen fällt vor allem die Auswahl zwischen Public und Private ins Auge. Hier wird ausgewählt, ob unser überwachtes Verzeichnis von allen eingesehen oder privat sein soll. Private Repositories sind bei GitHub allerdings kostenpflichtig, deswegen wählen wir zunächst Public, was für unsere Zwecke vollkommen genügt. Anschließend geben wir unserem Repository einen Namen und geben eine kurze Beschreibung dazu ab. Die restlichen Einstellungen können so stehen gelassen werden. Ein Klick auf Create Repository erstellt das entfernte Verzeichnis. Danach landen wir auf einer Übersicht zu unserem Repository. Unter anderem sehen wir hier die Adresse, unter der unser entferntes Verzeichnis erreichbar ist. Weiter unten sehen wir noch eine Hilfestellung, wie wir das entfernte Verzeichnis lokal einrichten. Dies wollen wir schlussendlich auch tun. Also wechseln wir wieder in unsere virtuelle Maschine. Dort angekommen öffnen wir das Terminal. Da wir unser Public-HTML-Verzeichnis initialisieren wollen, wechseln wir zuerst dort rein. Anschließend geben wir dort git init ein. Durch die Eingabe von git status versichern wir uns noch einmal, ob die Dateien und Ordner auch erfasst wurden. Anschließend fügen wir die Dateien zum Index hinzu mit git add Sternchen. Jetzt, wo die Dateien hinzugefügt wurden, müssen wir die Änderung nur noch bestätigen. Dies bewerkstelligen wir wie gewohnt mit dem Befehl git commit -m und einer benutzerdefinierten Nachricht. Um unser von Git überwachtes Verzeichnis nun mit dem entfernten Repository zu verbinden, ist ein weiterer Befehl notwendig. Dieser lautet git remote add origin und dann der Servername. Den Servernamen finden wir auf unserer GitHub-Seite, wie hier im Bild zu sehen. Diese Adresse tragen wir als Server hinter den git remote add origins Befehl ein. Zum Schluss müssen wir unsere lokalen Änderungen noch auf den Server schieben. Dies bewerkstelligen wir mit dem Befehl git push -u origin master. Hier werden wir aufgefordert, unseren Username und unser Passwort von GitHub einzugeben. Nachdem wir uns authentifiziert haben, werden die Daten schließlich auf den Server geladen. Von nun an müssen wir nach jedem Commit in unserem lokalen Ordner einen solchen Push-Befehl an das entfernte Repository senden, sodass die lokalen Änderungen auch dorthin übertragen werden. Wenn wir nun die GitHub-Seite neu laden, können wir unsere Änderungen sofort sehen. Damit kommen wir zum Ende unseres kleinen Git-Tutorials. Nun sollte jeder in der Lage sein, Git zu verwenden und sein lokales Git-Repository mit einem entfernten Repository zu verbinden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.